Wahrscheinlich hast du das auch schon mitbekommen, da draußen passiert unglaublich viel. Neue Technologien kommen, die Wirtschaft ändert sich. Und die Frage ist ja, was heißt das für deinen Job? Hat der Zukunft? Oder wenn ich jetzt den Job wechsle, wo muss ich jetzt eigentlich hingehen? Was für einen Job sollte ich nehmen? Oder was für eine Ausbildung sollte ich machen, um dann richtig für die Zukunft gewappnet zu sein? Denn das, was heute da draußen passiert, das hat es in der ganzen Geschichte noch nicht gegeben. Und ich habe mir eine ganze Menge Studien angeguckt und natürlich auch ja, mal gesehen, was andere Unternehmen so machen. Und du bekommst von mir jetzt genau die Tipps, welche Jobs Zukunft haben. Und am Ende erkläre ich dir, was du tun kannst, um dich genau darauf vorzubereiten. Weißt du eigentlich, was ein Eismann macht oder was ein Eismann gemacht hat? Diese Berufsbezeichnung war nämlich früher von jemandem, der hat Eisblöcke in Häuser reingebracht, weil nämlich früher die Kühlschränke bis in die 60er Jahre mit Eisblöcken gekühlt worden sind. Da gab es nämlich keinen elektrischen Strom. Dieser Beruf ist ausgestorben. Genauso wie zum Beispiel Tankwart ausgestorben. Und es werden noch viel, viel mehr Berufe in der Zukunft aussterben. Das wird wahrscheinlich auch noch schneller gehen. Zum Beispiel wird es wahrscheinlich bald keine Briefträger mehr geben. Und auch bei Bankangestellten sind Zweifel angebracht, ob es die so in der Zukunft noch geben wird, wie wir sie heute kennen. Um zu verstehen, was Strukturwandel ist, ist es immer ganz gut, auf die Landwirtschaft zu gucken. Ne? Früher haben eigentlich alle Menschen in der Landwirtschaft gelebt. Ne? Alle waren damit beschäftigt, was zu essen ranzuschaffen. Da war auch noch Jagd dabei und so weiter, aber alle haben da gelebt. Das hat sich natürlich weiterentwickelt und im 18. Jahrhundert haben nur noch 60% der Bevölkerung in der Landwirtschaft gearbeitet. Rat mal, wie viele es heute sind. Heute sind es 1,4% der Menschen, die noch in der Landwirtschaft arbeiten. Und das ist ja nicht nur Nahrungsmittelerzeugung, das ist auch ganz viel, ich sag mal, Feel-Good-Landwirtschaft, also Pferde und solche Geschichten, wo Menschen halt hingehen, ja, um ihre Pferde zu pflegen. Das hat ja nichts mehr mit Nahrungsmittelerzeugung zu tun. Im Jahr 1900 hast du einen Bauern gebraucht, um vier Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Ein Bauer, vier Menschen. Heute versorgt ein Landwirt 130 Menschen. Da siehst du mal, wie sich das durch Technologie verändert hat. Und das, was in der Landwirtschaft, was wir da schon hinter uns haben, das haben wir halt bei vielen Dienstleistungen und in der Industrie noch vor uns. Und das verändert unsere Berufswelt radikal. Wir haben jetzt zwei brutale Prozesse, die gerade parallel ablaufen. Das eine ist die Beschleunigung des Wissens und das andere ist die Beschleunigung von Rechenpower. Das Wissen verdoppelt sich. Und zwischen 1400 und 1900 hat sich das Wissen der Menschheit einmal verdoppelt. Heute verdoppelt sich das Wissen der Menschheit alle 12 Stunden. Das heißt, nach einem Tag hat sich das Wissen der Menschheit vervierfacht. Und dann gibt es das Mooresche Gesetz zur Rechenleistung, der sagt, dass alle 12 bis 24 Monate die Rechenpower, also das, was Computer können, sich verdoppelt. Und das gilt eigentlich seit 50 Jahren. Früher hat man hat eigentlich gesagt, jetzt kommen wir technologisch an eine Grenze ran. Aber offensichtlich gibt es auch neue Entwicklungen, dass das nicht gelten wird. Das heißt, auch die Rechenpower verdoppelt sich alle 12 bis 24 Monate. Siehst du schon an deinen Handys, an den PCs, die du hast, aber auch an den Supercomputern, die werden immer, immer stärker, immer kraftvoller. Und das bedeutet, sie können auch immer mehr Arbeiten übernehmen, vor allen Dingen Arbeiten, die bis jetzt Menschen gemacht haben. So, heißt das, wir sind jetzt bald alle arbeitslos, weil die Computer und die Roboter alles machen? Nee, wird nicht so kommen. Die Studien sagen was anderes. Die sagen, die Jobs nehmen eigentlich eher zu, aber die Jobs verändern sich total und das ist das Wichtige. Die dummen Jobs sterben aus. Das heißt, immer wenn man sagt, hey, kann das eine Maschine eigentlich besser machen? Also sind nicht die Menschen, die das machen, sind dumm. Aber die Arbeiten sind oft sehr repetitiv, das ist immer das Gleiche und so weiter. Man braucht eigentlich nicht besonders viel Intelligenz, keine Kreativität. Das sind dumme Jobs. Und dafür sind Maschinen meistens deutlich besser gemacht als Menschen. Und diese dummen Jobs sterben aus. Und es gibt auch durchaus gut bezahlte dumme Jobs. Also es gibt, man sagt zum Beispiel, dass eine ganze Menge Arbeiten, die Juristen machen, von Computern viel, viel besser und viel schneller gemacht werden. Also das ganze Recherchieren nach alten Urteilen, Recherchieren in Gesetzen und so weiter, das wird jetzt in vielen Kanzleien schon von Computer übernommen. Das heißt, auch eine ganze Menge Juristenjobs werden wegfallen. Dann auch das, was man als Flachbildschirm-Rückseitenjobs bezeichnet. Das ist das, wenn du irgendwo sitzt an der Theke und du guckst auf die Rückseite von dem Flachbildschirm und auf der anderen Seite ist jemand und gibt irgendwas ein und du denkst dir immer, das könnte ich wahrscheinlich schneller. Das könnte ich wahrscheinlich besser als das, was der da drüben macht. Diese Jobs werden alle entfallen und werden Self-Service-Jobs werden. Also eine Menge Sachen auch in der Verwaltung
das merkst du ja jetzt auch schon, werden auch in Deutschland irgendwann digitalisiert und automatisiert werden. Und auch wenn du siehst, worüber jetzt schon Roboter eingesetzt werden, also es gibt Straßenkehrmaschinen, es gibt Roboterarme, die Mülltonnen leeren, es gibt Roboterrasenmäher, es gibt Roboterfensterputzer, also da passiert eine ganze Menge. Es wird auch Bauroboter gibt es schon, die tatsächlich komplette Gebäude bauen. Also auch da verändert sich eine ganze Menge. Welche Jobs bleiben denn jetzt und welche Jobs werden mehr? Da kannst du sagen, alles was mit High-Tech oder High-Touch zu tun hat. High-Tech ist über da, wo Menschen sich mit Technologie beschäftigen, Technologie vorantreiben. Aber ein Riesenbereich ist auch High-Touch, immer da, wo Menschen ja, einen persönlichen Service haben wollen und sagen, hey, ich will nicht, dass das eine Maschine macht. Ich will, dass das ein Mensch macht. Von diesen Jobs wird es immer mehr geben. Das ist alles, was mit Beratung zu tun hat. Alles, was mit Lehren, Ausbildung, Training, Weiterbildung zu tun hat. Das ist ein Markt, der riesig boomt. Weil wir uns alle auch persönlich entwickeln wollen, weil wir uns weiterentwickeln wollen. Das muss jetzt auch nicht nur ein Universitätsstudium sein, das kann ein Yogakurs sein, das kann ein Pilateskurs sein, das kann eine Sitzschule sein, das kann eine Rhetorikschule sein. Da merken wir, da passiert unfassbar viel. Dann natürlich auch der komplette Gesundheitsbereich. Ja, also wahrscheinlich werden wir uns nicht zumindest zu 100% von einem Roboter pflegen lassen wollen. Die Gesellschaft wird älter, da entstehen viele Jobs. Ärzte per se sind nicht gefeit von Automatisierung. Also jeder, der mal Raumschiff Enterprise oder Science Fiction gesehen hat, da gibt es dann so Stühle, wo die Leute reingesetzt werden, wo alles analysiert und automatisch gemacht wird. Das macht natürlich Sinn, das wird kommen. Ja? Und wenn du mal überlegst, dass heute 50% aller Diagnosen, die Ärzte stellen, falsch sind. Die Hälfte aller Diagnosen, die Ärzte stellen, sind falsch. Ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn da noch ein Roboter dabei ist, der die Daten mal analysiert. Dann haben wir natürlich die kreativen Bereiche, ne? Da wo man sagt, hey, was kann ein Computer wahrscheinlich nicht so gut? Kreative Sachen, Konzepte erstellen, Konzepte umsetzen und auch das ganze Wissen, das es jetzt gibt, irgendwie wieder neu formen, neu kombinieren und daraus neue Firmen entstehen lassen, neue Konzepte, neue Lösungen. Das wird was sein, was unglaublich heute ja auch schon gefragt ist und was noch zunehmen wird. Natürlich auch alles, was mit Content-Erstellung, also Texte schreiben, aber auch Design oder auch die Kombination von Text und Design. Du siehst ja im Internet immer mehr, dass es nicht nur reine Texte gibt, sondern dass auch die Bilder dazu sein müssen, dass die Texte richtig angeordnet sein müssen, dass die Texte auch richtig vermarktet werden sollen. All das sind Sachen, die es in Zukunft deutlich mehr geben wird. Dann auch alles, was mit individuellen Services zu tun hat. Ich habe es ja eingangs schon gesagt. Also diese ganzen virtuellen Assistenten, aber auch Einrichtungshelfer, Bekleidungsberater oder Styleberater, die dir zeigen, was für Klamotten du einkaufst, Schminkberater, Fitness, persönliche Fitnesstrainer, Feng Shui-Berater oder auch Netzwerkspezialisten, die helfen dir ganz gezielt deinen Freundeskreis zu erweitern mit den Leuten, die halt besonders nett sind, die dich weiterbringen und so weiter. All das wird kommen. Also dieses Individuelle, ne, das wird in hoher Nachfrage sein. Wer es schafft, da sich einen guten Job aufzubauen, der ist sicherlich gut beraten. Jobs in der Forschung, auch die werden sich stark verändern, aber da, wer Naturwissenschaften studiert, Ingenieurwissenschaften, da ist sicherlich noch lange ein Bedarf vorhanden. Dann das ganze Lifestyle-Thema, Reisen, Freizeit, Freizeitorganisation, das machen wir heute viel selber, wir recherchieren selber, da wird es sicherlich viel mehr aufgewertete Services geben, wo du das alles bekommen kannst nach deinen Wünschen, wo auch besondere Sachen dabei sind, die halt nicht jeder hat, wo du dich weniger um Sachen kümmern musst, das wird passieren. Dann haben wir Marketingjobs, kreative Jobs, habe ich schon gesagt, alles, was mit Sicherheit zu tun hat, also die Nachfrage nach Sicherheit, Cybersicherheit, aber auch physische Sicherheit, persönliche Sicherheit, das wird zunehmen. Dann haben wir noch ein Riesenthema, das ist Leadership, Führung. Also Menschen, die in der Lage sind, Unternehmen zu führen, Teams zu führen, diverse Projekte zu führen. Wir haben immer mehr Projekte, wo Menschen zusammenkommen für eine Zeit, für Monate oder ein paar Wochen, irgendwas erledigen müssen. Und da jemand zu haben, der die zusammenhält, der die motiviert, der schaut, dass das Ganze läuft, das ist ein Skill, das wird wahrscheinlich nie einen Computer übernehmen können. Und wer das kann, und da gehört viel Empathie dazu, da gehört Wissen dazu, gehört natürlich auch Projektmanagementfähigkeiten dazu, und wer sowas kann, der wird, glaube ich, sehr gut nachgefragt sein im Berufsleben. Dann noch zwei Bereiche, die mir persönlich am Herzen liegen, das ist das Thema Recruiting. Also wir merken, dass der Fachkräftemangel ja immer stärker wird, also diese Leute, von denen ich jetzt gesprochen habe, werden immer intensiver gesucht, die halt flexibel sind, die sich Sachen beibringen, die dazulernen, die empathisch sind, die Führungsfähigkeiten haben, sei es als Führungskraft, sei es in dem Projekt. Solche Leute werden intensiv gesucht und dafür braucht es gute Recruiter. Die müssen vielleicht nicht mehr
dumme Stellenanzeigen schalten oder sich komische Bewerbungen angucken, aber Menschen zu identifizieren, die zu einer Firma, zu einem Team, zu einer Aufgabe passen und die für ein Unternehmen zu gewinnen und onzuboarden, das ist das, was ein Recruiter der Zukunft für mich ausmacht. Und das Letzte, was ganz sicherlich nie aussterben wird, das sind Verkäufer. Andere Menschen überzeugen, für Ideen gewinnen, für Projekte gewinnen, dafür gewinnen, mitzumachen oder auch dafür gewinnen, neue Sachen zu kaufen, die es noch gar nicht gibt oder die es jetzt neu sind. Das ist ein Riesenthema. Also wer andere Menschen für sich gewinnen kann, wird wahrscheinlich nie arbeitslos werden. Und dann natürlich auch Menschen, die professionellen Vertrieb organisieren können. Also die AI, also künstliche Intelligenz, und da passiert immer mehr mit CRM-Systemen, mit Social Media, mit EQ, also emotionaler Intelligenz, kombinieren können, weil das gehört ja auch dazu. Du musst Menschen überzeugen können. Das schaffst du nicht nur mit Fakten, das schaffst du vor allem mit Emotionen. Und du musst aber auch die Technik haben, richtig an die Menschen ranzukommen und die Prozesse im Griff zu haben. Das ist professioneller Vertrieb. So, ich habe dir jetzt von einer Menge Jobs erzählt, oder sind gar keine Jobs, sind eher so Grundfähigkeiten. Was bedeutet das jetzt für dich? Was bedeutet das für mich? Wie kannst du dich auf diese neue Welt vorbereiten? Wie kannst du damit umgehen? Also, ich glaube, das ist Ausbildung und Studium sind immer noch wichtig. Es geht um Grundwissen und es geht vor allen Dingen darum zu lernen, wie man sich Wissen aneignet. Und dann geht es darum zu lernen, wie man Wissen umsetzt. Und deswegen macht es Sinn, sich eine Ausbildung, ein Studium oder auch ein Praktikum zu suchen, wo du das lernen kannst. Dazu gehört natürlich, wenn du ja bei Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften bist, da machst du sicherlich nichts falsch, weil da lernst du das auch alles, plus du holst halt noch ein sehr tiefes Spezialwissen rein, das dir niemand mehr wegnehmen kann. So, und bei der Jobwahl ist es eigentlich auch ganz einfach. Such dir keine Jobs aus, wobei eigentlich schon klar ist, dass die früher oder später von einer Maschine gemacht werden. Und ich habe dir ja schon ein paar Sachen genannt. Man kann sich eigentlich das immer überlegen und überlegen, okay, wäre es nicht sinnvoll, wenn das eine Maschine machen würde? Also ich denke das zum Beispiel immer im Supermarkt. Wenn ich alle Sachen in den Wagen reingetan habe und dann wieder zur Kasse gehe, alle Sachen wieder aus dem Wagen raustue und am Ende des Bands alle Sachen wieder in den Wagen reinmache, denke ich immer, das ist kein intelligenter Prozess. Das könnte wahrscheinlich mit Technologie deutlich besser sein. Und da gibt es auch schon viele Beispiele. Also ich glaube, dass diese ganzen Kassenjobs relativ schnell verschwinden werden. Also überleg dir immer, was ist das für ein Job? Kann die eine Maschine vielleicht besser, einfacher, billiger, schneller machen? Dann würde ich mich davon eher fernhalten, dann würde ich da, glaube ich, auch keine Ausbildung machen. Oder ist es ein Job, wo es halt darum geht, okay, was zeichnet mich als Mensch aus? Kann ich mich hier mit meiner Kreativität, mit meinen Leadership Skills, mit meiner Umsetzungspower einsetzen? Dann ist es ein Job, der spannend ist. Oder ist es ein Verkäuferjob, da bist du außer im Einzelhandel vielleicht eigentlich immer richtig. Insgesamt hilft es, glaube ich, auch locker zu bleiben. Ja, Angst bringt gar nichts, Sorgen machen eigentlich auch nicht. Und es gibt ja auch nicht mehr den Job, den du dein ganzes Leben lang machen wirst oder musst. Deswegen kannst du auch mal daneben liegen. Wichtig ist, dass du halt deinen Kompass im Kopf hast und dich in die richtige Richtung bewegst. So, wenn du jetzt den richtigen Job gefunden hast, wo du sagst, hey, das ist ein Job mit Zukunft, den will ich unbedingt haben, da kann ich mich einbringen, da kann ich Gas geben, da kann ich was lernen, da musst du natürlich auch im Bewerbungsgespräch überzeugen. Und da habe ich einen ganz, ganz speziellen Trick, was du in der letzten Sekunde des Vorstellungsgesprächs machen kannst, um wirklich zu überzeugen und den Job zu kriegen. Wie dieser Tipp aussieht, das siehst du in den Shownotes oder hier unten als Link.